Ich bin Paul der Dritte, komme aus Frankfurt am Main und studiere jetzt seit September 2021 hier in Görlitz. Ich habe mich für das Kultur- und Managementstudium entschieden, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich wollte schon immer im Kulturbereich arbeiten, aber wollte nach der Ausbildung noch nicht direkt mit der Arbeit anfangen, wollte lieber noch was studieren. Und deshalb habe ich so geschaut, was gibt es für Studiengänge, was gibt es für Möglichkeiten. Und dieser Kultur- und Managementstudiengang hat für mich eben diese perfekte Mischung aus Hälfte Kultur, Hälfte Management gemacht, die ich unbedingt machen wollte. Ich wollte nicht nur Management machen, aber auch nicht nur Kultur. Und im Grunde sah das so perfekt aus, dass ich mir dachte, ich muss es auf jeden Fall probieren und schauen, was dann dabei rauskommt. Ja, das Studium hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ich war ja am Anfang genau ein bisschen unsicher, aber dieser Mix war genauso, wie ich mir erhofft habe. Manchmal ist er ein bisschen zur einen Seite gelassen, manchmal zur anderen Seite, aber man kann sich im Grunde auch ein bisschen selbst entscheiden, auf was man sich mehr fokussieren will. Bei mir ist es ein bisschen mehr das Operative, das Management, die Management-Richtung, die mir Spaß macht, aber eben auch nicht nur, wenn ich jetzt nur diese Management-Sachen machen müsste, hätte ich daran keinen Spaß mehr, sondern eben das Schöne ist, dass es eben noch diese Abwechslung zu kulturellen und auch kreativen Fächern gibt, wo man was über Kulturgeschichte, Kulturpolitik, Wissenschaften lernt, aber auch irgendwie selbst künstlerisch tätig wird. Das finde ich sehr, sehr schön. Ein Leben neben dem Studium gibt es definitiv. Ich bin zum Beispiel im Studierendenclub im Wohnheim aktiv. Das macht sehr viel Spaß. Da organisiert man mit den anderen Studierenden immer wieder kleine oder auch mal größere Veranstaltungen. Letztes Jahr war ich Teil vom Campus Open Air Team. Da habe ich ein bisschen mit meinem Matrikel hauptsächlich und noch ein paar anderen Leuten ein Festival auf dem Campus organisiert. Das war wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, aber hat auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und man hat auch eine Menge dabei lernen können. Zukunftsperspektiven sind bei mir noch sehr, sehr weit gehalten. Ich habe natürlich irgendwie die grobe Richtung, ich möchte im kulturellen Bereich arbeiten, aber daneben habe ich noch keine genauen Wünsche. Ich habe jetzt schon viel immer im Theater und mit so freien Gruppen gearbeitet. Ich hätte auch große Lust, nochmal irgendwie den Museumssektor auszuprobieren. Kunst- und Festivals fände ich sehr spannend. Musikfestivals auch, aber ist auch ein bisschen sehr kommerziell, ein bisschen sehr riesig immer. Deshalb, ich habe noch keine genaue Vorstellung, wo es hingehen soll. Ich bin aber für viele Dinge offen, kann mir vieles vorstellen und werde einfach nach dem Studium schauen, was sich so an Möglichkeiten ergibt.